Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Alice für Madness Returns. Leute, wir sind schon bei 69%, sehe ich. Das heißt, allzu lange kann das Spiel gar nicht mehr dauern. Denn ich gehe mal davon aus, dass es nur dann 100% anzeigt, wenn man auch wirklich 100% von dem Spiel hat. Also alle Zähne und alles und pipapo. Wir werden sehen. Mal gucken. Oh, ich habe mir hier wieder in der letzten Folge was aufgehoben, stelle ich fest. Sehr schön. Dann gucken wir mal. Mal bist du putzig. Ja, schrei mich noch an. Hast schon recht. Ist doch toll. Ach Gott, stimmt ja. Ich habe ja dieses unwahrscheinlich nette, schöne. Es geht immer noch nicht. Das unheimlich schöne Gewand an. Aha. Okay. Ich stelle fest. Ja, sie kann sich wehren. Ich sollte mal ausweichen. Ach, jetzt ist sie ja nackig. Bist du nackig? Warum bist du nackig? Kannst du dich noch nicht nackig machen? Na, komm her, da. Oh, bist jetzt kaputt gegangen. Oh, das tut mir aber leid. Hörst du auf da? Ja, weich halt aus, Alice. Ich drück da fünfmal auf die Taste und es passiert nichts. Oh. Ich sollte mal lieber in Hysterie-Modus gehen, weil irgendwie stresst mich das Viech da gerade ein bisschen. Hallo. Ach, ich habe eine Vermutung. Die ist da drin. Nur, ja, jetzt komm schon. Nur da drin jetzt im Moment verletzlich, oder? Uah, geh weg. Scheiße. Ja, ich habe wohl verloren. Dann müssen wir es halt nochmal machen. Ja, natürlich möchte ich fortfahren. Eieieiei, schon zu Anfang des Videos fange ich mal wieder an zu failen. Weil es gerade so schön ist. Ja, du gibst Ruhe. Dich überspringen wir. Oder auch nicht. Ah, doch, jetzt. Dich wollen wir doch nicht nochmal sehen, da. So. So. Voll gekonnt ausgewichen und so, ne? Dann schauen wir mal. Ich wollte doch ausweichen. Oh. Alice, stress mich da jetzt nicht. Ja. Ich versuch's ja mit Ausweichen, aber. Da scheint nicht immer einwandfrei zu funktionieren. Na, jetzt komm schon. Alice, du stresst mich jetzt hier, also wirklich. Ja. Mach deine Deckung auf, danke. Komm, geh auf die Seite, Alice. Ja, oder mach kaputt. Oder so. Das ist natürlich auch in Ordnung. So, wenigstens haben wir ein bisschen Leben bekommen. Froschweg. Wow. Ah, und da ist Essen. Essen, 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 Essen. Aber erst schauen wir uns nochmal um. Ob wir nicht irgendwas übersehen haben. Hier zum Beispiel wäre auch noch Essen gewesen. Ach nee, Schmarrn, das ist ja kein Essen. Das ist ja. Ja, die letzte Folge ist für mich schon ein kleines bisschen her. Weil ich ein bisschen in einem Rutsch aufgenommen habe. Was ich eigentlich nicht so gerne mag. Ich persönlich, weil man ja doch gelegentlich mal auf Zuschauerwünsche eingehen möchte. Aber ich habe es dann trotzdem gemacht, weil er einfach so Bock hatte an dem Tag und dachte mir so, ich muss sie jetzt aufnehmen. So. Bam. Na? Gucken wir mal. Mich ärgert es, dass da so ein Scheiß-Bug in dem Spiel ist und ich den Autozielmodus nicht mehr eingeschaltet lassen kann. Aber was soll ich machen? Das ist mein Problem und mein Handy lädt schon wieder nicht mehr. Sehr schön. Ich habe nämlich eigentlich mein Handy hier zum Laden angesteckt. Jetzt komm schon, danke. Damit mir das Handy nicht plötzlich abkackt, weil ich brauche ja so zumindest ein bisschen die Stoppuhr. Habe ich das jetzt zermanscht oder war da wirklich nichts drin? Naja, gut, das wird sich irgendwann noch herausstellen. Wo war ich jetzt? Was wollte ich jetzt eigentlich noch sagen? Oh. Fort Widerstand. Sehr schön. Was wollte ich jetzt sagen? Ja, habe halt auf einen Rutsch aufgenommen, was ich nicht so gern mag, weil, wie gesagt, ich möchte ja eigentlich schon auch auf Zuschauerwünsche eingehen können. Naja. Und deswegen ist es schon ein kleines bisschen her. Deswegen wusste ich jetzt gar nicht mehr, dass ich ja jetzt in dieser Puppenspielwelt bin. Aber naja.
Ja, ich bin schon darauf hingewiesen worden, dass ich in der Irrenanstalt fast ein bisschen zu schnell durchgerast bin. Ich hätte mir vielleicht ein bisschen Zeit lassen sollen. Das ist eine Kritik, die nehme ich gerne an. Das ist richtig. Ich hätte mir da wirklich etwas mehr Zeit lassen sollen. Für das, dass es eigentlich so eine schöne Welt war, wenn auch sehr gruselig, so wäre es doch sicherlich interessant gewesen, etwas mehr davon zu sehen. Aber naja, Julchen hat es natürlich wieder super gut gemeint und will ja spielen und rennt viel zu schnell durch. Es tut mir natürlich jetzt im Nachhinein sehr leid, Wer mit aber. dem Teufel ist, braucht einen sehr langen Löffel. Das weiß jeder. Ja, interessant. Nee, weil, naja, ich habe es halt einfach fast ein bisschen zu gut gemeint. Ach ja, was hilft's? Jetzt können wir es nicht mehr ändern. Leider. Dafür, wenn ich mal wieder an solche Szenen komme, werde ich mir Zeit lassen. So, jetzt schauen wir mal, wie viele Zähne haben wir eigentlich? 458. Und das nächste, was wir brauchen werden, würden 725 sein. Oder wir, das Steckenpferd, dann brauchen wir sogar noch ein bisschen mehr. Brauchen wir sogar fast 800. Okay. Alice, ich kann dir unter den Rock schauen. Ja. Ach so, ich sollte springen, oder? Springen? Genau, so war springen. Hey. So schwer wäre es eigentlich nicht. Ja, dann wird ja das Projekt auch bald zu Ende sein, wenn es so weitergeht. Ach du Scheiße. Naja. Oh. Hallo? Ich hörte, Selbstständigkeit sei eine Tugend. Jetzt hast du es auch gehört. Ja, richtig. Haben wir jetzt alle gehört. Was wollte ich jetzt sagen? Das hat jetzt kurz wie eine Schweineschnauze ausgeschaut. Wer Lust und Interesse hat, ich habe zu Nikolaus, also gestern, ja ein Video hochgeladen. Ach so, das ist nichts zum Abschießen. Oh, wo es darum geht, was ihr euch denn speziell zu Weihnachten so von mir wünschen würdet. Also so in Form von einem Projekt von mir. Das kann jetzt ein neues Let's Play sein, das kann aber auch was anderes sein. Und ich schaue halt einfach mal, auf was ich denn eingehen kann und was ich umsetzen kann und natürlich auch möchte. Ich meine, ich bin jetzt nicht für alles bereit, aber das, denke ich, versteht ihr ja mit Sicherheit. Naja, und mit dem Anlass, dass mit Sicherheit Scheibenkleister The Whispered World relativ bald zu Ende sein wird. Also ich gehe sehr, sehr stark davon aus, weil ich doch schon ziemlich weit bin und ich mich noch irgendwo ganz entfernt daran erinnern kann, wo ich jetzt bin, dass ich das schon mal gesehen habe in einem Let's Play kurz vorm Ende. Das heißt, wir werden da wahrscheinlich spätestens im Frühjahr ein neues Let's Play brauchen. Oh, Speicherpunkt. Oh. Ah ja. Dann schießen wir doch da mal ab. Naja, und von daher kann ich ja sogar auf mehr Wünsche eingehen. Nicht nur auf ein, zwei Wünsche von euch, sondern ich kann auch auf mehr Wünsche eingehen. Und ich bin ja mal gespannt, ob und was ihr euch denn wünscht. Aber ich habe sowieso vorgehabt, wenn ich dann das Spiel durch habe, noch rechtzeitig ein Infovideo rauszugeben. Jetzt hört's doch mal auf, mich hier mal abzuschießen. Damit ihr euch auch ein bisschen einbringen könnt und sagen könnt, hey Julchen, wie wär's denn mit dem oder wie wär's denn mit dem? Ich versuche auf alle Fälle Wünsche einzugehen. Das ist eigentlich so mein Vorsatz für das neue Jahr, für 2013. Naja, und das Nikolaus-Video war halt so ein kleiner Anlass, dass ich sage, okay, ich kann ja vorher schon mal so ein bisschen auf Wünsche eingehen und vielleicht zum 24. Dezember ja einen Wunsch erfüllen. Oder auch zwei oder drei, mal gucken. Bis jetzt wurde schon ein Let's Play-Wunsch abgegeben, beziehungsweise drei Projekte, wo ich mir ja was aussuchen könnte. Und ob ich nicht ein paar Let's Player vorstellen könnte, die ich so gerne Jedes anschaue. Kind hat eine Bestimmung. Es ist die Pflicht eines Erwachsenen, jeden jungen Menschen dieser Bestimmung zuzuführen. Oh, was ist denn das hier? Oh, nein. Nein, der arme Märzenhase. Oh, schaut mal. Das da oben hängt an der Decke. Okay. Naja, mal gucken, was dabei rauskommt. Ob noch ein paar Ideen kommen oder ob keine kommen. Mal schauen.
Ist natürlich auch immer schwer. Ich meine, man könnte jetzt schon sagen, dass ich es mir da schon irgendwo einfach mache. Ich sag so, hey, meine lieben Zuschauer, was würdet ihr denn wollen? Also so bin ich jetzt nicht, dass ich mir da einfach nur so einfach machen will. Wobei es natürlich schon irgendwo einfach ist, das ist, stimmt schon. Ich vermute ja jetzt schon fast ganz scharf, dass sich da jetzt dann bei gleich alles umdreht. Oder es sieht halt nur danach aus. Naja, mal gucken. Ja, nee, das habe ich mir vorgenommen fürs neue Jahr, dass Julchen gerne etwas mehr auf Zuschauerwünsche eingehen möchte, weil bis jetzt ist ja Harvest Neue Augen das einzige Spiel gewesen, das aufgrund eines Zuschauerwunsches von mir let's played wird. Also Zuschauerwunsches von mir, Zuschauerwunsches von euch, so muss ich sagen. Mhm. Oh, wer schaukelt denn da oben? Ohne Kopf. Und, naja, ich möchte eigentlich schon etwas mehr dann auf euch eingehen. Und mal gucken. Ich laber schon wieder 500 Mal das Gleiche und hier steht was an der Wand. Aha, da scheint uns etwas entgegenzugrinsen, wenn wir darüber gehen. Hier können wir runter, so viel stelle ich fest. Nicht hängen bleiben, Alice! Was bist du eigentlich? Ich denke nicht, dass ich dich kaputt machen kann. Ab! Ja, ich gehe schon ab. Das sind aber Befehlstönige! Blöcke. Genau, so heißen die Teile. Boah, Wortfindungsstörungen vom Feinsten, oder? So, später muss ich noch was anderes aufnehmen. Oh oh. Und zwar habe ich einen Key geschenkt bekommen für dieses Chayana oder Chayana Sisters. Ich weiß nicht ganz genau, wie man es ausspricht. Chayana Sisters oder so. Keine Ahnung. Oder Chayana Sisters, so glaube ich heißt es. Und naja, das, wenn man schon so einen Steam Key geschenkt bekommt und eben gebeten wird, ob man da Let's Play davon machen könnte, dann machen wir das doch. Und zwar wurde das von den Machern im Let's Play Forum gezeigt. Und gefragt. Ah, also dreht sich doch nicht die ganze Welt, sondern nur dieser Abschnitt hier. Moment. Aber da kommen wir doch rüber. Ah, da unten ist es. Dachte ich's mir doch. Dass da irgendwas sein muss, dass ich hier rüberkomme. Die Beweise sind erdrückend. Jedes Geschöpf hat eine Aufgabe. Es ist meine geheiligte Pflicht, jeden jungen Menschen seiner Bestimmung zuzuführen, sei sie nützlich oder nicht. Verstehe deine Geschichte, deine Mythologie. Was bist denn du für ein Spinner? Verstehe deine Geschichte. Boah, ey. Ist ja alles schön und gut, aber man kann die Leute auch nicht dazu zwingen. Wow, ich hätte nicht nochmal versuchen sollen zu springen. Ich dachte, ich könnte noch einmal springen in der Luft. Aber doch nicht. So, wo muss ich jetzt nochmal hin? Ach so, ja, hier rauf. Und dann hier rauf. Und dann... Das ist jetzt aber eine blöde, knifflige Stelle hier. Da muss man mal gucken, wie wir das machen. Ich schaff's. Oh, hier warten schon wieder Gegner auf mich. Na, das freut mich doch. Und was wartet? Oh, so ein Püppi auch noch hier. Na, wenigstens. Ja, der Alice da. Lass dich da nicht abspucken von der. Und zusammentrampeln doch bitte auch nicht, okay? So. Sammeln wir erst nochmal die hier ein. Da ist so ein Loch drin. Da wartet mit Sicherheit hinter dem Loch ein Schweineschnäuzchen. Denn wieso sollte sonst da ein Loch drin sein? Na, jetzt komm schon. Na, da, 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 da. Drehst du dich bitte mal um? Danke. Ja, jetzt halt du mir nicht mal deinen nackigen Arsch hin da, ey. Mach auf da! Mach auf! Machst du auf? Machst du jetzt auf da?
Danke. Alice, jetzt lass dich doch nicht so von dir verarschen. Ja, da lacht sie, die Puppe. Wenn sich Alice so verarschen lässt von dir... Mach auf jetzt da. Ja, weichst du jetzt aus, Alice. Ja, endlich. Boah, man kann sich aber auch dumm anstellen, ne? Also wirklich. Ach, doch nicht. Da geht's auf. Das hat nämlich so ausgesehen, als wäre das so ein... Dings sie zum Verstecken und so. Also zum Schweineschnäuzchen durchschießen und so. Oh, oh. Ach du Scheiße. Okay, das heißt erstmal... Na, na, oh. Dass das Spiel da immer wieder mal hängen bleibt, ist doch scheiße sowas. Ja, das ist der Grund, warum ich mir so schnell kein Spiel mehr hole, das ich irgendwo runterladen muss. Weil ich da einfach keinen Bock drauf habe. So, aber wieso ist jetzt das hier? Nur damit ich an das Zähnchen komme? Das kann ich mir nicht vorstellen, dass das der einzige Grund sein soll. Na gut. Meinetwegen. Oh. Und jetzt? Wo soll ich jetzt lang? Da hinten ist noch ein Zähnchen. Ja, war klar. Ja, super. Ist ja doof. Das ist eigentlich da drüben. Das sieht komisch aus. Dann hüpfen wir mal. Jetzt schauen wir mal. Darüber. Ah, da geht's weiter. Und da rutscht sie jetzt gleich, oder? Nee, rutscht sie nicht. Ah, gut. Sind wir ja schon mal ein Stück weitergekommen. So, gucken wir mal. Okay, da drin ist ein Katapult. Und ich höre ein Schweineschnäuzchen. Wo ist es denn? So, zum Abschluss suchen wir das noch schnell. Bist du wieder ein durchsichtiges Schweineschnäuzchen? Da müssen wir vielleicht rauf. Jetzt höre ich es nicht mehr. Hebel betätigen. Na, das machen wir doch mal glatt. Doch. Ah, mal schauen, vielleicht versteckt es sich hier irgendwo. Schweineschnäuzchen. Ah, hier wäre ein Ohr. Ah, hier sind Plattformen. Ja, puh, das war Glück. Bin ich von unten an die Plattform gestoßen. Müssen wir jetzt mal darauf? Ich habe keine Ahnung, wo das Schweineschnäuzchen ist. Ich weiß nur, dass ich es höre. Oder jetzt gerade nicht mehr, aber scheiße. Ja, dann halt nochmal. Dann halt nochmal. Ach, wieso eigentlich? Das können wir in der nächsten Folge machen. Genau, ich will es ja hier jetzt nicht zu lange machen. Ja, ich sag danke fürs Zuschauen. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bei Alice. Okay, tschüss.